Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Wir wollen uns heute allerdings einem ganz anderen Thema widmen. Und zwar geht es heute um eine seltene Stoffwechselkrankheit, und zwar die Krankheit NCL, die auch als Kinderdemenz geführt wird oder über die man als Kinderdemenz spricht. Ich freue mich sehr, als Interviewpartner Dr. Frank Stehr gewonnen zu haben. Frank Stehr ist Geschäftsführer und Vorstand der NCL Stiftung, den ich aber gleich nochmal vorstellen möchte. Ich habe mir zwei, drei Sachen zur Kinderdemenz nochmal rausgeschrieben, die ich einfach mal eben vorlesen möchte. NCL ist eine tödliche und bislang kaum erforschte Stoffwechselkrankheit. Betroffene Kinder erblinden, leiden unter Epilepsie und verlieren zunehmend weiter kognitive und motorische Fähigkeiten. Ihre Lebenserwartung wird mit ca. 30 Jahren beschrieben. Die NCL-Stiftung setzt sich für nationale und internationale Forschungsförderung ein, um Betroffenen eine Aussicht auf bislang fehlende Therapie und Heilungsansätze zu bieten. Ich muss da einmal quer durchatmen, weil es natürlich ein Thema ist, über das man nicht so gerne spricht, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mal in die Öffentlichkeit tragen und dass wir vor allen Dingen informieren und aufklären. Und deshalb nochmal herzlich willkommen, Frank Stehr in Hamburg. Bei schönstem Hamburger Wetter, wie er mir gerade gesagt hat, steht er uns zur Verfügung. Wir machen schon die zweite Aufnahme. Er steht uns schon zum zweiten Mal zur Verfügung, weil es technische Probleme gab. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Also Frank, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe auch, es sind nicht jetzt aller guten Dinge drei, dass wir es jetzt beim zweiten Anlauf schaffen. Genau. Er möchte Frank Stehr kurz vorstellen. Er ist 1971 in Hamburg geboren, hat dann 1972 Abitur gemacht, ebenfalls in Hamburg, wenn ich das hier richtig interpretiere. Bis 1999 hat er Molekularbiologie studiert, ist also Diplom-Biochemiker und hat dann 2003 ebenfalls in Hamburg seine Dissertation erfolgreich abgeschlossen. Viele, viele andere Stationen und Wege, Veröffentlichungen in der Zwischenzeit herausgebracht. Und er war erst Forschungsleiter, genau im Jahre 2003 bis 2013 bei der NCL-Stiftung. Und er ist jetzt seit 2013 Geschäftsführer und im Vorstand und kann uns also heute über diese Krankheit informieren und uns aufklären. Und wir steigen einfach mal ein, bevor wir in die Krankheit gehen, vielleicht nochmal zwei Sätze zu Frank Stehr persönlich. Was macht Frank Stehr beruflich und auch ein bisschen privat? Ja, du hattest ja schon, vielen Dank, erstmal meinen Kurzlebenslauf dargelegt. Vielleicht nochmal zwei, drei Punkte, die ich hervorheben möchte, die vielleicht auch mit dazu beigetragen haben, dass ich jetzt bei der NCL-Stiftung bin. Zum einen hatte ich die Möglichkeit, während meiner Schulzeit für ein Jahr Austauschschüler zu sein in den USA. Kann ich auch immer wieder nur jedem wärmsten empfehlen, mal gerade auch während der Schulzeit für längere Zeit ins Ausland zu gehen. Das muss jetzt nicht zwingend USA sein, erstmal die Erfahrung zu machen, woanders zu sein, vielleicht auch mal in einer anderen Familie zu sein. Und dadurch wurde mir quasi die Angst genommen, auch mal wieder ins Ausland zu gehen, dass da immer Menschen sind, die einem helfen. So war es dann auch während des Studiums, dass ich da verschiedene Praktika im Ausland gemacht habe, Stationen über Aberdeen, Rom und auch die letzten Monate meiner Doktorarbeit in L.A. verbracht habe. Bevor ich mit dem Studium gestartet habe, habe ich noch Zivildienst gemacht. Das gab es damals noch. Und da war ich in einer Sozialstation hier in Hamburg, habe da in der Zeit viel mit behinderten Menschen zu tun gehabt, Kindern, Erwachsenen, und habe auch während des Studiums immer noch in einer Tagespflege nebenbei gejobbt. In dieser Tagespflege, 80% der Tagesgäste litten in einer Form der Altersdemenz, sodass mich dieser soziale Bereich immer weiter begleitet hat. Und es war fast schon Fügung, ich jetzt quasi beides zusammenführen konnte in der Stiftung. Einerseits den sozialen Bereich, wir uns eben für die Erforschung dieser seltenen, tödlich verlaufenden Kinderkrankheit einsetzen. Und ich wiederum auch die naturwissenschaftliche Expertise mit reinbringe, denn Roundtable Deutschland hatte dem betroffenen Vater 2002 geholfen, diese Stiftung zu gründen, quasi die Infrastruktur zu schaffen, ein Grundkapital und erstmal auch eine Jobaussicht, nämlich für den einzustellenden Mediziner oder Naturwissenschaftler. Das war das erste Ziel nach dem Start der Stiftung. Und da komme ich ins Spiel. Ich habe direkt nach der Promotion eben angefangen,
im November 2003 für die NCN-Stiftung dann hauptamtlich zu arbeiten. Und privat, du lebst in Hamburg, bist ein Hamburger Junge, also dein Hamburg taucht ja in deinem Lebenslauf immer wieder auf, also du kommst immer wieder zurück. Ja, es ist natürlich, da habe ich wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Es ist einfach die schönste Stadt der Welt, aber da bin ich vielleicht auch parteiisch. Aber nein, ich fühle mich hier pudelwohl. Bin im Norden von Hamburg eben aufgewachsen. Ich wohne jetzt quasi vor den Toren Hamburgs in Ahrensburg mit meiner Familie und den drei Kindern. Pendel rein und habe das große Glück, immer einen Tag der Woche im Homeoffice zu sein, vormittags in Ruhe arbeiten zu können. Und nachmittags habe ich frei und kümmere mich da dann um die drei schulpflichtigen Kinder, die wir da haben und da entsprechend unterstütze und mich darüber freue, dass ich da die Möglichkeit zu haben. Ich glaube natürlich als Familienvater, gerade wenn man beruflich mit einer Krankheit zu tun hat, die Kinder in erster Linie betrifft und in der schlimmsten Ausprägung letztendlich auch trifft, geht man natürlich sowohl als auch mit gemischten Gefühlen wahrscheinlich auch an seinen Job heran. Ich glaube aber nichtsdestotrotz bei aller Zurückhaltung, die man vielleicht haben muss, wenn man über dieses Thema NCL spricht, glaube ich, ist es unglaublich wichtig zu sehen, dass es diese Stiftungsarbeit, die ihr betreibt, jetzt seit dem Jahre 2003 gibt und dass ihr den Familien, den Betroffenen unglaublich viel Hoffnung, aber auch Zuspruch gewährt. Ich glaube, das, was man in dieser Zeit geben kann und geben muss, das tut ihr. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen die Geschichte der NCL-Stiftung aufrollen, sodass wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen in die Forschung gehen. Du hast gerade schon gesagt, 2003 ist das Ganze entstanden über einen Vater, der selbst betroffen war, der dessen Sohn 2003 an der seltenen Stoffwechselkrankheit NCL erkrankt worden ist. Wir haben damals im Rahmen des Roundtable Deutschland das Ganze mit begleitet, die Stiftungsgründung, und wir waren eben sehr persönlich betroffen. Ich weiß, dass der Frank Husemann eben als Mitstiftungsgründer ein unglaublich großes Engagement seinerzeit entwickelt hat, um seinem Sohn zu helfen, aber daraus eben auch, um ganz, ganz vielen anderen Kindern zu helfen. Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Ich weiß, du bist ja 2003 sofort mit dazugekommen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, du hast gerade schon gesagt, deine Arbeit in den letzten oder in den Anfangsjahren war ja zunächst auch die Forschungsarbeit für NCL mit zu beurteilen, vielleicht auf der einen Seite, aber auch mit zu begleiten. Kannst du da nochmal so einen kleinen Rückblick uns geben? Ja, kurz nochmal so der Zusatz. Also die Stiftung wurde im August 2002 gegründet. Kein Problem. Ein Jahr später habe ich dann eben angefangen, für die Stiftung zu arbeiten. Und damals ging es erstmal darum, zum einen zu gucken, wer arbeitet überhaupt an den Zellen, wer forscht daran. Also so eine Art Marktanalyse zu machen und auch festzustellen, welches sind denn die Forschungslücken. Welches sind die Forscher, welche, die wir benötigen? Welches sind Forschungsthemen, die noch gar nicht bearbeitet werden? Denn mit begrenzten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, denn die Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spenden, da muss man natürlich gucken, wo investiert man? Und da möchte man natürlich vermeiden, eben eine doppelte Förderung irgendwo durchzuführen, wenn schon eine Gruppe daran arbeitet. Also da ging es erstmal darum zu gucken, wer arbeitet dran? Ich zu den verschiedenen Laboren hingefahren bin, um mir auch persönlich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich diverse Publikationen lesen, aber es ist nochmal was anderes, mit den Forschern direkt in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal damals gewesen, dass wir eben auch aktiv auf Forscher zugehen und hier inhaltliche Schnittmengen zu der Forschung aufzeigen und darüber eben auch neue Forscher für dieses Thema gewinnen können. Das, denke ich mal, war ganz, ganz wichtig. Ja, darf ich kurz mal was fragen? Interessiert mich, das ist ja eine schwierige Position. Also in dem Moment, wenn niemand forscht, ist man ja letztendlich froh, wenn jemand forscht. Und egal, wer zunächst forscht. Jetzt gibt es aber sicherlich auch qualitative Unterschiede innerhalb einer Forschung. Wie habt ihr das herausgefunden? Wer arbeitet gut? Wer arbeitet oder wem kann man vertrauen vielleicht auch in dem Moment? Das ist natürlich ein längerer Prozess. Zum einen die persönliche Einschätzung eben durch die Gespräche und auch diese Treffen, wie auch zusätzlich Wissenschaftlertagungen organisieren, wo wir eben auch immer
darüber neue Kooperationen starten können, wo NCL-Forscher eingeladen werden, aber auch Forscher, die eben noch nicht mit dem Thema zu tun hatten und die erstmal eine Plattform liefern, wo sie sich austauschen können und darüber neue Kooperationen entstehen. Zusätzlich ist es so, dass wir einen wissenschaftlichen Beirat besitzen, die ehrenamtlich tätigen Mitglieder zum Teil bestimmte Anträge mitbeurteilen und wir auch immer wieder für die Anträge, die Förderanträge, die wir bekommen, dann zusätzlich externe Gutachter suchen, mindestens 2, 3 weitere Gutachter suchen, um darüber auch eben das zu gewährleisten, ja, wir investieren da in der richtigen Richtung und auch die Kritikpunkte, die auch ruhig entstehen können, auch ruhig an den Antragsteller weitergeben, Tipps geben, was kann man da vielleicht noch ändern, was kann man da tun. Und wir aber auch parallel nicht nur dann, es wird eine entsprechende Vereinbarung aufgesetzt, ein Fördervertrag, eine Fördervereinbarung, wo auch genau die Punkte nochmal niedergeschrieben werden, was in diesem Projekt probiert werden soll. Wir auch darüber hinaus diese Projekte weiterhin persönlich eben besuchen, Skype-Konferenzen haben. Und das ist jetzt nicht nur als Kontrolle zu verstehen, sondern auch als Unterstützung, dass wir sehen, wo hakt es, wo kann man vielleicht aufgrund unserer eigenen Expertise noch helfen, wo kann man vielleicht noch weitere Forscher mit einbinden. Und wir diese Projekte eben auch aktiv begleiten und darüber hoffen, eben auch eine hohe Qualität bei diesen Projekten eben auch zu erzielen. Mittlerweile ist es eben auch so, dass wir schon andere gemeinnützige Stiftungen im NCL-Bereich, zum Beispiel in Holland, diese Einrichtung mit beraten im Bereich der Forschungsförderung. Und wir hier gemeinsam Projekte fördern und wir sie eben diese Förderprojekte mit betreuen, eben aus wissenschaftlicher Sicht. Und wie gesagt, wir freuen uns auch immer wieder über neue Unterstützer in diesem Feld, neue Forscher, die da helfen und auch ihren Input liefern. Hat es denn seinerzeit, dass ihr nach Hamburg gegangen seid? Also, weil ich weiß zum Beispiel, damals war in einem Hamburger Krankenhaus, ich glaube, ein Professor in der Universitätsklinikum, der auch geforscht hat und dem damals, ich glaube, ich hoffe, ich sage das richtig, glaube ich, noch mit Würmern geforscht hat seinerzeit oder mit irgendwelchen, also wo ich es anfangs oder wo mir das Verständnis fehlt, zu sagen, wie ist der Stand der Entwicklung und Forschung, dass man immer hörte, aus den USA kommen schon weitergehende Studien. Wie seid ihr da umgegangen? Stimmt das, dass deshalb auch Hamburg so ein bisschen die Wiege der NCL-Stiftung ist? Als die Stiftung, einerseits war die Stiftungsgründung, aber dann war eben die Frage, genau die dann gestellt wurde, wo soll sie dann auch ihren Sitz dann endgültig haben? Und es standen damals mehrere Städte zur Diskussion, also auch unter anderem München, Frankfurt, Leipzig, aufgrund verschiedener Überlegungen. Und glücklicherweise wurde dann Hamburg ausgewählt. Bestimmt war auch ein positiver Punkt und ist es auch weiterhin, dass das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf aus klinischer Sicht führend ist im Bereich NCL. Mittlerweile wird dort das internationale Patientenregister geführt. Patienten werden hier regelmäßig überprüft, also deren Gesundheitszustand wird da erfasst über sogenannte Verlaufsstudien, was ganz, ganz wichtig ist für kommende klinische Studien. Also daher sehe ich das als positiven Punkt, aber ich sehe uns auch unabhängig vom UKE als neutrale Instanz, weil wir mit ganz verschiedenen Akteuren, Einrichtungen weltweit mittlerweile zusammenarbeiten. Damals, du hattest erwähnt, also das war so die klinische Richtung, gab es aber genauso Forscher, die sich für uns eingesetzt haben, unter anderem Herr Professor Baumeister, der als Versuchstier die erwähnten Würmer hat. Und man macht sich da eben Gedanken, was gibt es für Modelle, an denen man diesen Krankheitsverlauf darstellen kann, auch besser verstehen kann. Und da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Die Würmer haben sich eher als ungeeignet herausgestellt. Okay. Gibt es denn jetzt so einen, vielleicht mal einen kurzen Abriss, Stand der Forschung, Stand der Ergebnisse der letzten Jahre? Ich meine, es sind ja jetzt, wir sind im Jahr 2018 schon 15 Jahre, die aus meiner Sicht unglaublich schnell vorbeigegangen sind, gerade wenn man wie viel geforscht worden ist. Kannst du so einen Abriss nochmal kurz geben, welche Formen der NCL sind bekannt und wo steht ihr da gerade?
Okay, ich habe jetzt so ungefähr 4-5 Stunden Zeit, oder? Also ja, genau. Das 15 passt. Jahre mal kurz zusammenzufassen. Ich versuche es mal. Also zum einen hat sich im Bereich der Diagnostik einiges schon getan. Also es ist eben ein Schwerpunkt der Stiftung, auch Kinderärzte, Augenärzte zu informieren, um diese Rate an Fehldiagnosen zu reduzieren. Und es hat sich im Bereich der Sequenzierung sehr viel gerade in den letzten Jahren getan, um ein Schlagwort zu nennen, das Exome Sequencing. Das hat dazu beigetragen, dass noch weitere NCL-Formen entdeckt wurden. Man kannte, als ich für die Stiftung angefangen habe zu arbeiten, damals, glaube ich, 8 verschiedene Formen. Mittlerweile ist man bei 13 angelangt. Es gibt 13 verschiedene bekannte NCL-Formen, die sind alle monogenetisch bedingt. Das heißt, es ist immer wieder ein anderes Gen betroffen. Diese Krankheiten werden autosomal rezessiv vererbt. Das heißt, die Eltern sind Träger dieser Krankheit, aber es kommt nicht zum Ausbruch der Krankheit rein. Also daher hat sich jetzt erstmal da auf jeden Fall einiges getan. Und was eben auch spannend ist, dass sich bei einzelnen Genen auch gezeigt hat, und einzelnen NCL-Formen, dass es ganz klare Überschneidungen gibt, zu häufig vorkommen kann. Früher haben wir das schon propagiert und gesagt, ja, NCL ist eine seltene Krankheit mit 700 bekannten Fällen in Deutschland, weltweit 70.000. Ja, es ist eine seltene Krankheit, aber es gibt Überschneidungen zu Augenerkrankungen, zu Altersdemenzen. Und es hat sich zum Beispiel auch bewahrheitet, kann entsprechend belegt werden. Unter anderem, um ein Beispiel zu nennen, es gibt die sogenannte CLN11-Form. Da ist es so, wenn das eine Allel von CLN11 betroffen ist, kommt es zu einer Altersdemenz, zu einer frontotemporalen Demenz. Wenn beide Allele betroffen sind, dann kommt es zu einer NCL. Das heißt, wir sehen innerhalb eines Gens, ja, da gibt es eine ganz klare Schnittmenge. Also da, diese Felder können hier auf jeden Fall voneinander lernen. Da hat sich eben in den letzten paar Jahren viel getan, dass eben auch andere Forschergruppen sich diesem Thema mehr geöffnet haben. Und ich hoffe, dass dieses Umdenken auch entsprechend bei Firmen immer mehr stattfindet, dass sie eben auch NCL als Modell sehen, um vielleicht darüber mehr zu lernen für viel häufig vorkommende Krankheiten. Sektor hat sich viel getan. Wir haben gerade über die Würmer anfangs gesprochen, also diese verschiedenen Modelle. Es gibt da Fruchtfliegenmodelle, Mausmodelle, um nur ein paar zu nennen. Wir haben auch Projekte da investiert im Bereich der sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Unser Projekt war quasi das erste, was überhaupt solche iPS-Zellen generiert hat. Also dazu muss man wissen, die Forscher haben die Möglichkeit, eben aus menschlichen Hautzellen sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen herzustellen. Das Interessante ist, dass dann diese Stammzellen den gleichen genetischen Hintergrund haben wie der Patient. Und man kann diese Stammzellen nehmen und sie zu verschiedenen anderen Zelltypen differenzieren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, aus diesen Stammzellen dann zum Beispiel Nervenzellen in der Petrischale zu machen. Diese Möglichkeit gab es früher nicht. Mhm. Und man kann dann, ist natürlich viel näher am Patienten so gesehen und kann dann diese Zellen nutzen, um zum Beispiel mögliche Therapien, Wirkstoffe zu testen, ob sie dazu Verbesserungen führen können. Mhm. Das denke ich gerade bezüglich der Modelle war ein Riesenschritt. Man kann die auch zu Netzhautzellen differenzieren. Denn warum ist das für uns so wichtig? Die Kinder, die betroffen sind, erblinden im Einschulalter. Daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Und mittlerweile ist es so, dass es nicht nur zweidimensionale gebildet sind, sondern man kann sogar dreidimensionale Organoide daraus bilden, Retina-Organoide, welche wesentlich komplexer dann sind. Und darum sind diese Modelle so am Bergen ein großes Potenzial, um den Krankheitsverlauf besser zu verstehen, aber auch Therapien eben auch gezielter entwickeln zu können. Mhm. Im Bereich der Gentherapie hat sich unheimlich viel getan. Da gehe ich davon aus, dass in den nächsten 1-2 Jahren erste klinische Studien erfolgen werden. Das macht auf jeden Fall auch Sinn als Ursachentherapie, gerade für autosomal rezessiv vererbte Krankheiten. Da passiert sehr viel. Und auch andere Sektoren haben sich geöffnet. Wir hatten unter anderem
den Kontakt gesucht zu Neuroimmunologen, unter anderem Herrn Professor Martini, um mal ein Beispiel zu nennen, in Würzburg, der im Bereich der MS-Forschung sehr viel macht und dann sich die NCL-Modelle angeschaut hat, auch gesehen hat, ja, es kommt auch zu entzündlichen Erscheinungen hier bei diesen Modellen. Und er dann auch herausgefunden hat, dass bestimmte MS-Präparate hier zu einer Verbesserung führen können in diesen Modellen. Inwieweit das in der Klinik auch beim Patienten hilfreich sein könnte, das kann ich jetzt noch nicht sagen, soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, in den letzten vielen Jahren hat sich in dem Bereich sehr viel getan. Und auch gerade aktuell immer wieder spannende neue Projekte reinkommen, wenn die 1-Million-Euro-Frage ist wirklich, man weiß eigentlich noch nicht, was das NCL-Protein macht. Also wird es anfangs Tim erwähnt, den Sohn des Stiftungsgründers, der an der sogenannten CN3-Form leidet, an der juvenilen Form. Man weiß, dass das CN3-Gen für ein lysosomales Membranprotein kodiert. Man sieht alles, was schiefläuft, wenn das nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr funktionsfähig ist. Aber man weiß nicht dessen Funktion. Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage. Und da haben wir jetzt auch mehrere Projekte, die darum ranken, quasi diese Funktion endlich aufzuklären, weil das dann neue Möglichkeiten gibt in Bezug auf klinische Studien, Entwicklung von Therapien. Und da hoffe ich, dass wir dieses Jahr und nächstes Jahr einen großen Schritt näher kommen werden. Ja, man hört schon, das ist eine wirklich sehr, sehr umfassende Arbeit, die ihr da leistet, beziehungsweise die ihr da unterstützt und mit der ihr euch immer wieder auseinandersetzen müsst. Du hast vorhin gesagt, ich habe eine Sache noch aufgeschrieben, es sind nur 700 Fälle im Jahr in Deutschland. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? 700 und 70.000 weltweit? Das heißt, das ist ja der Anteil ja. Der Forschung auch. Also es sind 700, wir gehen mit einem großen Fragezeichen, musste ich es auch versehen, von 700 Erkrankten zurzeit aus. Wir glauben, dass ca. 20 neue Fälle mindestens jedes Jahr in Deutschland dazukommen. Damit ist es auch ganz klar, eine offizielle seltene Erkrankung, eine Orphan Disease oder Rare Disease, die offizielle Definition ist ja, wenn 5 Menschen unter 10.000 an einer Krankheit leiden oder weniger, dann gilt es offiziell als selten. Es gibt aber 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen. Nehmen wir die alle zusammen, leiden wahrscheinlich ca. 30 Millionen EU-Bürger an einer dieser Erkrankungen. Okay. Und vor allem sind Kinder betroffen und genauso wie bei NCL sind die meisten Erkrankungen genetisch bedingt. Also da ist ein großer Bedarf in Bezug auf Forschung, Forschungsförderung, nicht nur bei NCL, sondern bei eben vielen tausend anderen Erkrankten. Das heißt aber auch, das ist ja letztendlich das ja schizophren oder fast perverse daran, dass die Forschung eben nicht von der Pharmaindustrie bislang unterstützt wird, weil man, das muss man vielleicht so hart sagen, eine Forschung für so wenige nicht lohnt. Aber natürlich letztendlich das, was ihr macht, dazu beiträgt, dass immer tiefer geforscht werden kann, eben mit privaten Spendengeldern, mit privaten Initiativen, mit ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf. Aber natürlich auch in dem Moment die Forschungsarbeit immer wieder von euch neu und nochmal neu und nochmal neu in die Wege geleitet werden muss. Gibt es mittlerweile den Kontakt in die Pharmaindustrie, wo man sagt, ja, jetzt können wir anders forschen oder wir haben zumindest einen guten Ansatz? Also mittlerweile kann man das zum Glück auch differenzierter betrachten. Es findet auch bei den Firmen ein Umdenken statt. Es werden dann nicht mehr die ganzen Blockbuster entwickelt. Sie müssen sich neue Märkte erschließen. Und bei manchen seltenen Erkrankungen sind entsprechende Firmen auch groß geworden. Gerade im Sektor der Enzymersatztherapien ist es so, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Firmen wie Genzyme, Biomarin, die sind damit sehr erfolgreich. Und gerade die Firma Biomarin hat für eine NCL-Form, die CN2-Form, letztes Jahr eine Zulassung bekommen. Und die sind jetzt quasi in der Verhandlung mit den Krankenkassen bezüglich der Erstattung, wie viel sie hier aufrufen dürfen, in Anführungsstrichen aufrufen können. Aber ich gehe davon aus, dass es eine sehr teure Therapie wird. Kann man auch nachvollziehen aus Firmensicht, es muss ja irgendwo auch eine Refinanzierung stattfinden, Millionen, die man da investiert hat. Und ich weiß zum Beispiel bei anderen Enzymersatztherapien in Deutschland, dass
die Behandlung eines Patienten im Jahr zwischen 100 und 300.000 Euro kostet. Also auch da, es gibt da Möglichkeiten, es kann da investiert werden und daher ist die Bereitschaft bei den Firmen mittlerweile auch höher. Wir haben das Glück, dass in der Vergangenheit auch die ein oder andere Firma uns unterstützt hat bei Projekten, wo sie Wirkstoffe für dieses Projekt kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und wir auch aktuell Gespräche führen mit Biotech-Firmen, um hier auch den weitere Schritte zu gehen im Bereich Assay Development und Screening. Daher, wie gesagt, die Bereitschaft wird da größer und ich hoffe, dass das auch noch besser wird. Aber es ist, man darf das nicht for granted nehmen, denn zum Beispiel gibt es gerade riesige Probleme auch in Großbritannien, obwohl diese Enzymersatztherapie für die CN2-Patienten in Europa zugelassen wurde. Es ist so, dass jetzt das Gesundheitssystem in Großbritannien sagt, dass sie das nicht erstatten werden. Da haben wir also eine wirkungsvolle Therapie und das Gesundheitssystem sträubt sich, da Kosten zu übernehmen. Und das ist natürlich schrecklich für entsprechende Familien. Daher, also es gibt da immer wieder große Hürden auch im Bereich der seltenen Krankheiten. Viele Familien, die einfach zwischen die Stühle fallen, immer wieder auf der Suche sind nach Unterstützung. Und daher, da muss was getan werden, aber es zeigt sich auch, wie eben diese erfolgreiche Therapie, es kann da was getan werden und auch bewegen werden. Ja, aber das zeigt ganz deutlich an der Stelle, dass man das so nicht hinnehmen kann. Das tut ihr nicht. Ihr forscht genau und ihr geht in die Öffentlichkeit, ihr informiert, ihr klärt auf. Und ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen dazu beitragen können, aber da kommen wir vielleicht später nochmal mehr drauf. Ich würde gerne eine Sache nochmal sagen. Du hast gerade gesagt, insbesondere ja für Kinder und für Augenärzte ist eine Aufklärung besonders wichtig. Also an dieser Stelle zu sagen, was passiert denn oder was kann ich tun, wenn ich die Vermutung habe, es ist ein Kind erkrankt an einer NCL-Form oder noch einen Schritt weiter vorher, wie erkenne ich das denn und welche Möglichkeiten habe ich als Arzt, mich bei euch zu informieren? Denn wir haben ja hier eine Plattform für den Arzt, der entweder gründen will, der schon gegründet hat, also der in eigener Praxis niedergelassen ist. Gibt es konkrete Hinweise? Gibt es Schulungsmaßnahmen? Wie geht ihr auf die Ärzte zu? Aktuell sieht es so aus, zum einen halten wir Fortbildung. Wir gehen zu interessierten Augenkliniken und informieren die Ärzte darüber. Wir haben auch Informationsblätter, die extra konzipiert wurden für Augenärzte und auch Kinderärzte, um das Krankheitsbild mal überschaulich darzustellen. Außerdem hatten wir mal ein Differentialdiagnostik-Poster-Projekt mit ProRetina. Und diese Plakate, Poster haben wir an verschiedenen Augenkliniken in Deutschland verteilt. Das ist kein Poster fürs Wartezimmer, sondern wirklich ein Diagnostikwerkzeug. Wir haben hier eine der häufigsten Fehldiagnosen, Retinitis pigmentosa, genommen als zentrales Element und haben weitere 5 Differentialdiagnosen von RP abgekürzt dargestellt für den Augenarzt. Und eine dieser Differentialdiagnosen ist eben die juvenile NCL. Mhm. Außerdem arbeiten wir noch mit MedLearning zusammen, Online-Fortbildungsplattform, die netterweise uns da pro bono unterstützen. Das heißt, es gibt auch für NCL entsprechende Online-Fortbildungen, wo man Weiterbildungspunkte sammeln kann, was natürlich wichtig ist an der Stelle. Wir gehen auf Kongressorganisatoren zu, die das Thema da platzieren können und Fachpublikationen, die wir auf den Weg bringen. Und ich hoffe, von dir noch mehr lernen zu können, was wir im Bereich der Webinare auch machen können, um da auch über diesen Kanal die Ärzte zu erreichen. Vielleicht noch als Ergänzung für die Augenärzte, was wichtig ist, und auch die Sehschulen. Denn häufig kommen die Kinder als erstes zu den Orthoptisten, zu dieser Berufsgruppe, den sogenannten Sehschulen. Da wird dann erstmal getestet, bezüglich des Schielens oder ob eine grobe Sehschwäche vorliegt. Daher diese Berufsgruppen dazu informieren, macht Sinn. Ungewöhnlich ist erstmal die rapide Sehverschlechterung, die bei NCL eintritt. Das ist bei allen juvenilen NCL-Patienten durchweg der Fall. Die Kinder erblinden innerhalb von 1 bis 3 Jahren. Das ist wirklich schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Wenn der Augenarzt die Vermutung hat, dass es sich
um Retinitis pigmentosa handelt oder auch Stargardt Disease oder eine Zapfenstäbchendystrophie. Da sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass es in seltenen Fällen auch sich um NCL handeln kann. Es gibt dann weiterführende Untersuchungen, die dann an der Augenklinik in der Regel durchgeführt werden, weil der niedergelassene Augenarzt nicht die Möglichkeit hat, so eine Batterie an Möglichkeiten oder Untersuchungsgeräten vor Ort hat. Und daher gehen wir eben auch entsprechend auf die Augenkliniken zu. Da gibt es dann entsprechende weiterführende Hinweise, wo man sehen kann, Entschuldigung, wo sich die NCL von anderen Erkrankungen einfach unterscheidet, wenn man den Verdacht hat. Am besten wäre es, da auf uns zuzugehen. Wir vermitteln dann quasi an die NCL-Experten, damit die Kollegen sich untereinander austauschen können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Part. Also wir werden auf jeden Fall alle die Informationen, die du gerade genannt hast, sei es jetzt dieser Download-Link, sei es jetzt dieses Med-Learning, finde ich sehr spannend, aber auch die alle anderen Dinge auf jeden Fall mit in die Shownotes, in die Beschreibung unten mit reinnehmen, sodass man eine direkte Verlinkung auch hat auf eure Seite, dass man sich informieren kann. Und natürlich werden wir auch deine Kontaktdaten oder die Daten der NCL-Stiftung mit reinnehmen, sodass man bei Fragen sich vielleicht auch nochmal direkt an euch wenden kann. Jetzt sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Nochmal zum Thema Öffentlichkeit. Also es ist ja wichtig, nicht nur die Öffentlichkeit im Bereich der medizinischen Sektor zu erreichen, sondern die breite Öffentlichkeit. Es geht ja auch um Spenden, es geht um die Möglichkeit, Gelder zu generieren, es geht vielleicht aber auch um persönliche Unterstützung, um Hilfe. Was macht ihr da? Ich weiß ja zum Beispiel, dass es auch einige Prominente gibt, die sich in der Öffentlichkeit stehen, Celebrities, die sich für euch einsetzen, für die Stiftung arbeiten. Ja, vielleicht gibst du da noch mal ein paar Beispiele. Ja, also man muss nicht berühmt sein, um sich für uns ehrenamtlich zu engagieren und was schaffen zu können. Also es gibt da ganz, ganz verschiedene. Bitte? Das hilft aber an der einen oder anderen Stelle. Ja, es ist hilfreich. Ich gebe mal so 2, 3 Beispiele und auch, was wir machen. Also im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz klar. Immer wieder wichtig, das Thema in die Presse zu bringen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, denn viele wissen gar nicht, dass es NCL bzw. Kinderdemenz gibt. Das ist erstmal ein wichtiger Startpunkt. Wir auch das Glück haben, dass immer mal die eine oder andere Firma uns unterstützt. Ich möchte es mal bei Marketingmaßnahmen nennen. Firmen, die uns Freiflächen für Plakate zur Verfügung stellen, TV-Sender, Kinos, die uns hier kostenlose Slots geben für unseren Spot, um darauf aufmerksam zu machen. Das ist natürlich klasse. Aber auch sich verschiedene Leute, Privatleute für uns ehrenamtlich engagieren, Grafikdesigner, IT-Leute, um nur mal ein paar Branchen zu nennen, die uns da unterstützen. Denn wir machen eine Reihe von eigenen Benefizveranstaltungen über ein Charity-Dinner, Golfturniere, Kunstauktionen. Und da sind wir immer wieder, freuen wir uns über ehrenamtliche Hilfe eben in den verschiedenen Sektoren. Und es kann eben, wie gesagt, auch jeder helfen. Zum Beispiel hilft es uns, wenn Menschen zum Beispiel in ihren Firmen anfragen, was mit der Weihnachtsspende passiert, an welche Einrichtung geht das, beziehungsweise uns vielleicht mal vorschlagen. Denn viel häufiger kommt das jetzt vor, dass Firmen sagen, wir verzichten darauf auf Geschenke an irgendwelche Kundenlieferanten. Wir leisten lieber eine Spende und kommunizieren das auch über die Weihnachtspost. Genauso gibt es immer schöne Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen, wo auch viele sagen, Mensch, ich verzichte darauf auf Geschenke und lieber, dass da entsprechend an eine Einrichtung auch gespendet wird. Das hilft natürlich an der Stelle. Prominente, ja, das ist immer wieder eine große Hilfe, wenn die ihr Netzwerk nutzen oder zu Benefizveranstaltungen kommen. Unser langjährigster Botschafter Jan-Josef Liefers zum Beispiel, über den ist der Krimi-Cup entstanden in Münster, wo jedes Jahr ist ein tolles Golfturnier, wo eine sehr hohe Summe erlöst wird. Denn man muss vielleicht auch dazu wissen, wir bekommen keine staatlichen Gelder. Wir bekommen auch keine Gelder von Krankenkassen. Wir sehen Budgets vor für Selbsthilfegruppen, aber nicht für Stiftungen. Daher sind wir eben auf solche weiteren Maßnahmen einfach angewiesen. Und auch wiederum Privatleute sagen, Mensch, wir machen eine tolle Challenge und wir suchen uns dafür Sponsoren. Gerade war ein Ehepaar in München, die eine 100-Kilometer-Wanderung, die innerhalb von 24 Stunden zu erledigen ist,
dass sie da bei diesem sportlichen Wettbewerb mitgemacht haben, sich Sponsoren gesucht haben, das Ganze gespendet wird. Eine ehemalige Praktikantin hat gerade ihr Netzwerk einen Spendenaufruf gerade gestartet, überaus erfolgreich, denn in ihrem Bekanntenkreis, manchmal gibt es so komische Zufälle, leider ein NCL-Fall aufgetreten ist und sie gesagt hat, Mensch, sie möchte, dass die Forschung unterstützt wird und dann eben entsprechend online einen Spendenaufruf gestartet hat und es mittlerweile schon geschafft hat, 5 Monate für ein kommendes Doktorandenstipendium darüber finanziert zu bekommen und sie da immer noch aktiv ist, was natürlich phänomenal ist und auch zeigt, jeder kann da was schaffen und es geht einfach nur darum, dieses Thema weiterzutragen an andere. Ja, also letztendlich höre ich daraus, es ist ganz egal, was ich mache. Wenn ich mich einsetzen will für euch, wenn ich das möchte, dann ist jeder, also jede Aktion, jede Geldspende, jede Sachspende, jedes persönliche Engagement einfach wichtig. Finde ich sehr schön. Also ja. Ich spreche das deshalb auch an, weil ja oft gefragt wird, ja, was kann ich denn tun? Ich kann doch nur eine kleine Summe spenden. Ja, aber auch ganz viele Leute, die kleine Summe spenden, erreichen ganz, ganz viel und schaffen sehr, sehr große Dinge. Das ist immer schön zu sehen. Darüber hinaus weiß ich, gibt es interessante Veranstaltungen. Cooking for Kids habt ihr gemacht. Ihr habt, ich glaube, auch bei Günther Jauch hat schon mal irgendjemand gesagt, ich spende ein paar Euro da bei diesem letztendlichen. Also es gibt ganz viele Dinge. Ich freue mich total immer zu sehen, wenn der Name NCL irgendwo auftaucht, dass es wieder in der Öffentlichkeit ist. Und ich habe ja gesagt, auch wir werden was tun. Wir werden auf jeden Fall den direkten Link auf unsere Seite nehmen. Wir werden das Thema auf unsere Homepage mit verlinken. Und alles das, was wir sonst noch tun können, du hast es vorhin schon angesprochen, dass wir uns auch mal über das Thema Online und Online-Plattformen unterhalten wollen. Das machen wir auf jeden Fall für die nächste Woche im Gespräch, das will ich auch ganz offiziell sagen. Also freue mich da sehr, wenn ich da auch irgendwie unterstützen kann, einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist es allemal wert. Frank, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch ganz viele Dinge gar nicht angesprochen. Wir könnten, du hast vorhin gesagt, allein über das eine Thema über 5 Stunden sprechen. Aber wir werden zunächst mal hier einen kleinen Anstoß geben und einiges an Inputs und die Informationen. Wie gesagt, die NCL-Stiftung, eure Seite ist www.ncl-stiftung.de. Da kann ich informieren und alle anderen Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall unten in die Beschreibung, sprich in die Shownotes packen. Ich würde gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Fragen-Antwort-Runde machen, die 5 oder 6 Fragen beinhaltet. Zukunft der Medizin. Okay, gerne. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 10 Jahren? Ja, 10 Jahre finde ich einen sehr langen Zeitraum. Ich gehe jetzt mal von den nächsten 5 Jahren aus. Es tut sich unheimlich viel im Bereich der Telemedizin. Wir sehen ja gerade auch, welche Möglichkeiten es gibt, wie jetzt mit dem gerade durchgeführten Podcast. Da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten und denke ich auch gerade das, man jemanden sieht, auch den Arzt sieht, da eine unheimliche Hilfe ist als gegenüber rein Telefon oder man nur einen Brief bekommt. Und da sehe ich auf jeden Fall große Chancen in der Telemedizin und hoffe, dass es nicht zulasten von persönlichen Gesprächen geführt wird, sondern hier eine entsprechende sinnvolle Ergänzung ist. Aber gerade auch im Bereich der seltenen Krankheiten glaube ich, dass sehr hilfreich ist, auch Familien entlasten kann, denn je weiter die Krankheit beim Kind voranschreitet, desto schwieriger wird es natürlich auch zu reisen zu entsprechenden Zentren und da wird es dann entsprechende technische Möglichkeiten geben, auch für die Ärzte hier entsprechend den Familien mehr helfen zu können. Ich hatte es auch angedeutet, im Bereich der Diagnostik hat sich schon sehr viel getan. Ich sehe da noch mehr Potenzial, gerade im Bereich der seltenen Krankheiten, also entsprechende Software zu entwickeln, Algorithmen zu entwickeln, damit die Ärzte entsprechend unterstützt werden bei der Diagnostikfindung. Denn man kann keinem Arzt einen Vorwurf machen, dass er nicht alle 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Krankheiten kennt. Mhm. Und einfach über entsprechende Unterstützung, Software basiert, über die Befunde, die man bekommt, da quasi eine Unterstützung zu bekommen, das denke ich, da ist ein riesiges Potenzial gegeben, kann auch noch mehr geschehen. Und was ich auch als drittes Feld sehr, sehr spannend finde und ich glaube auch noch mehr Möglichkeiten gibt, ist der Bereich des sogenannten Serious Gaming. Es ist so, dass es in meinen Augen, einerseits wird es verpönt, der Bereich Computerspiele,
Aber es zeigt sich eben auch, dass es da viele tolle Möglichkeiten gibt, auch im fliegerischen Einsatz, im medizinischen Einsatz, hier Computerspiele einzusetzen, zu entwickeln. Das sehe ich eher positiv und auch ein Potenzial, dem man da weiter nachgehen kann. Also um mal drei Beispiele zu nennen, wo ich sagen würde, ja, da wird sich in den nächsten Jahren bestimmt viel tun oder sollte sich tun. Ja, toll, weil das für ihr auch bedeutet, dass man sich der Technik der Zukunft annimmt, aber sie eben auch nutzt. Du hast es gerade gesagt, zum Beispiel für das Thema seltene Krankheiten, weil eben, also ich sag mal, gerade das, was wir jetzt machen, du hast absolut recht, war vor 10 Jahren noch gar nicht möglich, weil allein die technischen Voraussetzungen so viel Geld verschlungen hätten, mal ganz abgesehen davon, was so eine Übertragungsrate gekostet hätte. Aber ne, da werden wir jetzt viele, viele Möglichkeiten geben, um diese Dinge miteinander zu verbinden. Das sind 3 tolle Hinweise gewesen. Jetzt hast du ja viel gemacht in deiner Vergangenheit, auch du warst im Ausland und so weiter. Wenn du jetzt, du hast auch gesagt, dass sich die Wege bei dir wirklich zusammengefügt haben. Aber trotzdem mal die Frage an dich, würdest du heute gern irgendwas anders machen? Ja, das ist eine gute Frage. Also aus beruflicher Sicht, du siehst, ich bin immer noch bei der Stiftung tätig. Da würde ich sagen, nein. Also da hätte ich wirklich nichts anders gemacht. Im privaten Bereich hätte ich vielleicht gesagt, weniger Angst davor zu haben, schon eher vielleicht Kinder zu bekommen. Mhm. Denn vorher immer dieses Sicherheitsdenken, man muss einen Job haben, es muss alles geregelt sein und dann geht es irgendwann los mit der Familie. Da würde ich, glaube ich, Menschen lieber diese Angst nehmen wollen und dass man auch ruhig jünger sein kann, um Kinder entsprechend zu bekommen. Denn was einem keiner vorher sagt, mit was für Schlafmangel und das Ganze verbunden ist. Und das kann man, glaube ich, besser kompensieren, je jünger man ist. Ja. Du wirst sicherlich bestätigen, dass auch die wirklich schönen Dinge bei den Kindern, die kann man auch genießen, wenn man erst Ende 20 ist. Also auch diese schönen die Erlebnisse, ne, die Kinder mitbringen. Also finde ich sehr schön, dass du da den Familien Mut machst. Gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten würdest, also außerhalb von Hamburg jetzt mal? Außerhalb von Hamburg schwierig, aber zurückblicken muss ich sagen, Rom ist wirklich eine faszinierende Stadt, eine tolle Stadt, einfach aufgrund der Historie und auch der Vielfältigkeit und auch der Gegensätze. Einerseits riesiger Lärm auf den Straßen, die Hektik, das Hupen. Und man geht dann in diese Villas rein, diese Parks, wo dann auf einmal absolute Stille ist, tolle Museen sind. Ich glaube, diese Gegensätze, diese Geschichte, das macht Rom wirklich eine sehr, sehr faszinierende Stadt, neben auch dem tollen mediterranen Essen, was es da gibt und Weine, muss ich sagen, toll. Ein anderer Ort, den ich spannend finden würde, irgendwo an der Küste direkt zu arbeiten. Ich mag einfach dann auch den Norden, aber irgendwo Richtung Meer zu sein, stelle ich mir schon toll vor, die Möglichkeit hat, sei es morgens einen kleinen Strandlauf zu machen und dann direkt loszulegen. Das wäre so ein Traum. Ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders motiviert, erreicht oder mitgerissen hat? Vielleicht als Tipp? Ja, also verschiedene Bücher. Wenn ich jetzt an die Schulzeit zurückdenke, fand ich das Buch Zitata von Hermann Hesse wirklich faszinierend und toll. Kann ich jedem wärmsten empfehlen. Patrick Süskind als Buchautor hat wirklich viele tolle Bücher geschrieben. Am bekanntesten das Parfüm, aber eben auch viele andere Kurzgeschichten. Und ich muss gestehen, ich bin großer Fantasy-Science-Fiction-Fan. Und sei es der Herr der Ringe, was ich als Jugendlicher einfach faszinierend fand, und aber auch Harry Potter jetzt so in den neueren Jahren. Und ich es wirklich genossen habe, das zweite Mal hinzulesen, ich meinem Sohn dann abends diese Bände vorzulesen, das gemeinsam nochmal mitzuerleben. Daher dieses Leseerlebnis, Vorleseerlebnis, auch das kann ich nur jedem empfehlen, sich dafür Zeit zu nehmen, für die Kinder, das immer wieder zu nutzen, fand ich unheimlich schön.
Sehr, sehr schön. Finde ich super, auch mit den Kindern das vorzulesen, haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, das ist ja immer ein Ritual. Ne? Das ist sehr, sehr schön. Kinder lieben sowas. Aber Erwachsene natürlich auch. Und zum Schluss frage ich immer, ich möchte ja nochmal einen Podcast-Gast von dir empfohlen bekommen, den wir gerne mal einladen können, dem wir interessante Dinge entlocken können, gerne natürlich aus dem medizinischen Bereich, aber ich nehme auch den du mir vorschlägst. Ja. Ich hoffe, das ist noch der, den du beim letzten Mal Ja, vorschlagen wolltest. es gibt so zwei, drei Möglichkeiten natürlich. Also es gibt natürlich eine große Anzahl an tollen Forschern, Klinikern im MCL-Feld. Wenn ich jetzt im deutschen Bereich denke, die Frau Dr. Angela Schulz und unserem wissenschaftlichen Beirat aus dem klinischen MCL-Zentrum hier aus Hamburg, die hervorragende Arbeit leistet und das Krankheitsbild natürlich fachlich nochmal ganz anders darstellen kann als ich und auch aus der Behandlung heraus berichten kann, die einfach viele Familien sieht. Wenn es mir um den Öffentlichkeitsbereich geht, kann ich Herrn Professor Börne vom Tatort Münster sehr empfehlen, alias Jan-Josef Liefers. Der Jan unterstützt uns, wie gesagt, schon viele, viele Jahre und hat einen erstaunlichen Zugang zu den medizinischen und Forschungsthemen, die Sachen aufsaugt. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, nicht nur das Verständnis, sondern auch die Vermittlung, dass er diese schwierigen Themen sofort umsetzt, begreift und anderen Menschen darlegen kann, vorstellen kann, erklären kann, finde ich unheimlich beeindruckend. Wäre bestimmt ein toller Gesprächspartner. Würde ich mich sehr darüber freuen, Ja. auf jeden Fall, und dass er medizinisch komplexe Themen gut erklären kann. Das kann man sich ja alle 6 bis 8 Wochen auch sonntagsabends immer wieder anschauen. Auch da schafft das ja, das wirklich super rüberzubringen. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Aufklärung. Und ich hoffe, dass wir so viele Leute erreichen können, wie es irgendwie nur geht, für euch, für die Stiftung, für die Kinder, für das Thema Kinderdemenz. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir werden sehen, dass wir ja, das Thema NCL weiter mit begleiten und euch für die Stiftungsarbeit alles Gute, viele Grüße ans ganze Team. Ich weiß ja, du bist ja nicht allein, sondern es gibt ja eine ganze Menge von Leuten, die mittlerweile mit euch arbeiten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Aber wenden Sie sich bitte an die NCL-Stiftung, kümmern sich als Arzt um das Thema Information um diese Krankheit. Und wenn Sie persönlich etwas tun möchten, wenden Sie sich einfach an Dr. Frank Stern in Hamburg oder an uns. Wir vermitteln dann gerne weiter. Also bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was und immer in die richtige Richtung. Alles Gute, tschüss. Tschüss und vielen Dank.